Was geht ab? Hier ist Eki von TMA und ich habe heute die Ehre, das Gewinnspiel von TMA und Pro Aim Resistance, auch AAA Shocks genannt, auszulosen bzw. auszuwerten. Und ja, wollen wir auch gleich anfangen. Es gab drei Bedingungen zu erfüllen. 27 Leute haben am Anfang mitgemacht, zwei sind ausgeschieden. So, haben wir noch 25 Verbliebene, die wir hier auch einmal sehen. Ich erspare mir jetzt mal die Mühe und werde nicht alle vorlesen. Und beginne dann auch gleich mit der Auslosung, weil wir 10 Leute haben, wollen wir es ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Also, 1 bis 25, hier seht ihr es. Hier haben wir auch schon mal was vorbereitet. So, Nummer 16 ist der erste Gewinner. Und schauen wir doch mal nach. Sascha Pascal. Coole Geschichte. Halt, stopp, verklickt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sascha. Du kriegst dein PS4-Pack, so wie du es hier auch stehen hast. Und dann gehen wir auch gleich weiter. Dum-dum-dum-dum-dum. Die Nummer 4. Das ist Stefano Siclari. Sagt mir jetzt nichts, aber bedeutet natürlich nicht, dass derjenige keine Glückwünsche verdient hat. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit deinem Package und dann werden wir auch gleich weiter wandern hier. Die Nummer 1. Yeah. Daniel Traub. Ja, auch dir viel Spaß mit deinem Package und weiter geht's. Nummer 19. Ich bin ja erstaunt, dass noch nicht so viele TMA da gewonnen haben. Marcel Prill. Ja, ich glaube, da hat jemand so ein bisschen seine Familie mit ins Spiel gebracht, weil hier sehen wir den Marcel Prill und weiter oben den Markus Prill. Ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass die beiden verwandt sind. Wäre ja cool, wenn beide was gewinnen würden. Aber erstmal hier herzlichen Glückwunsch zum PS4-Package. Dann wollen wir gucken, ob wir deinen Bruder oder Cousin oder was auch immer auch noch zum Gewinner machen können. Die 24. Einer meiner Lieblings-Bayer. Ja, den habe ich schon ganz merkwürdige Dinge erlebt. Er selber wird jetzt wahrscheinlich auch schmunzeln, wenn er das gerade hört, weil er genau weiß, was ich meine. Ich möchte das jetzt nicht hier unbedingt wiederholen. Ja, auch dir fette Gratulation, Born. Hier werde ich nochmal klären, ob das wirklich Xbox sein soll, weil mir das gerade ein bisschen komisch vorkommt, aber das ist ja wohl das kleinste Problem. Wenn dann ein Fehler vorliegt, wird das natürlich geändert. So, wie viel haben wir? 5 Stück. Noch 5 weitere. 10 Stück wurde mir gesagt. Oder 10 Packages werden verlost, wurde mir gesagt. So rum. Die 21. Der Ferris Omech. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das ist nicht so einfach, der Nachname. Falls ich es falsch ausgesprochen habe, dann tut es mir leid. Aber auch an dich. Fette Gratulation und viel Spaß denn beim neuen Aiming mit den Pro Aim Resistance Ringen. So, jetzt habe ich wieder so viel gelabert, dass ich vergessen habe, wie viel wir haben. 6 Stück. Die Nummer 1 hatten wir doch schon, oder nicht? Jawohl. Tut mir leid, aber du kriegst keine 2 Packages. Die 22, die hatten wir noch nicht. Robin Dudek. Den kenne ich. Das ist nämlich auch einer unserer Jungs. Aber erstaunlicherweise noch gar nicht so viele Leute von uns dafür, dass die TMA-Teilnehmer hier überwiegen, sag ich mal. So. Attacke, Feuer frei, Rock'n'Roll und Vollgas mit der nächsten Nummer. Die 19. Hatten wir die schon? Ja. Wäre ich nett, würde ich es einfach auf deinen Bruder übertragen, aber ich bin nicht nett.
Die Nummer 5. Das ist Marcel Kosmalski. Alter Schwede, sogar richtig ausgesprochen. Und das, obwohl ich nicht geübt habe. Kann man mir mal ruhig auf die Schulter klopfen. So, auch an dich. Alles Gute und viel Spaß mit den Ringen. Und dann wollen wir weitermachen. Jetzt habe ich schon wieder nicht mitgezählt. Alter, ich habe auch ein Gedächtnis, ey. Hier haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8. Noch 2 Stück. Okay. Die 25. Daniel Lehmann. Okay, jetzt wird es langsam hier schiebungsverdächtig. Kommentiere das mal nicht weiter und sag einfach herzlichen Glückwunsch. Und weiter geht's. Oh, jetzt kommt der letzte, ey. Die 7. Wo soll ich gucken? Ich weiß nicht. Ich traue mich nicht. Okay. Paul Bredis. Das sagt mir auch was, ey. Der Kerl hat doch auch schon mehrmals bei uns was gewonnen, oder? Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ja, ihr seht hier auf jeden Fall die 10 glücklichen Gewinner. Ich hoffe doch, dass sie glücklich sind. Und ja, wir bedanken uns recht herzlich für die fette Teilnahme und wünschen allen nur das Beste und Gute. Und DJ wird sich denn mit den Gewinnern in Verbindung setzen, um denn die Packages schnellstmöglich an euch zu versenden. In diesem Sinne, haut rein und ein fettes Wochenende noch. Ciao.